Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney-Haul hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist mal wieder Zeit für den Mai-Haul. Ja, wir haben schon fast Mitte des Jahres erreicht und der Sommer steht vor der Tür. Und ich zeige euch, was ich alles im Mai gekauft habe von Disney. Einiges von Primark, einige Spirit-Jerseys. Sind wieder einige in meine Sammlung gekommen. Ihr habt euch tatsächlich auch als Videowunsch ein neues Spirit-Jersey-Video gewünscht. Ich habe ja mal vor 2 Jahren, glaube ich, oder einem Jahr, während des Lockdowns irgendwann, wo man nichts machen konnte, außer zu Hause Videos drehen, habe ich euch mal meine Spirit-Jersey-Sammlung gezeigt. Kann ich euch gerne auch mal verlinken. Ja, jetzt sind wieder ein paar neue dazugekommen, aber ich mache auf jeden Fall irgendwann mal ein neues Video zu meinen aktuellen Spirit-Jerseys. Ich verkaufe immer wieder welche und kaufe natürlich wieder neue. Und ja, die zeige ich euch. Ein bisschen was von Disneyland Paris und EMP. Ja, also wieder ein guter Mix. Viel Klamotten dabei. Und ich würde sagen, wir legen los. Bevor wir mit Primark starten, wollte ich noch sagen, ja, wir haben ja endlich ein Datum für den Avengers Campus. 20. Juli. Ich habe dazu ja ein News-Video hochgeladen. Verlinke ich euch auch mal gerne bei dem i, wenn ihr mehrere Details dazu wissen wollt. Aber ich bin sehr aufgeregt. Bin ich der größte Marvel-Fan. Aber ich freue mich sehr. 2 neue Attraktionen, kompletter neuer Themenbereich mit Restaurants, Merch. Ich bin sehr gespannt. Ja, also schaut euch gerne mal das Video an. Ja, Primark. Wir haben, ich war ja in London jetzt vor kurzem. Dazu gibt es auch Videos auf meinem Kanal, wenn ihr das sehen wollt. Und da habe ich mir was bei Primark gekauft. Brina war natürlich auch wieder unterwegs und hat mir was mitgebracht. Ja, es ist ein guter Mix geworden. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. In London habe ich mir einmal hier diese Haarspange gekauft. Mit den Mickeys drauf für 2 Pfund. Wenn ich zu Hause bin oder duschen gehe, pinne ich mir gerne die Haare nach oben mit so Spangen. Und Brina war ja so begeistert von dieser Spange und hat gesagt bei ihr, also gut, die hat auch viel mehr Haare als ich oder längere Haare und bei ihr halten sie so gut. Deswegen dachte ich, ja komm, nimmst du sie jetzt auch mal mit. Dann noch 2 weitere Sachen aus London. Und zwar gibt es jetzt hier so Röcke. Ich habe sie jetzt aber auch schon gestern bei Brina gesehen, dass es auch die in Kaiserslautern gibt. Ja, ein rosa Rock mit Mickey und Minnie hier vorne drauf. Kostete in London, ich glaube, 8 Pfund. Ja, ich weiß nicht, was sie jetzt in Deutschland kosten. Vielleicht 10 Euro. Ja, einmal hier der Rock. Ist halt so ein bisschen Schulmädchen-Style. Ich würde es jetzt nicht auf die Arbeit ansehen, aber jetzt, wenn es wirklich warm draußen ist oder im Urlaub zum Strand oder so, sind die, glaube ich, richtig schick. Oder ins Disneyland. Und denselben Rock gab es nochmal in grün. Da ist nur Mickey drauf und sagt, oh, everything's swell with me. Thank you. Ja, trage ich, habe übrigens Größe L, seht ihr auch, angezogen im Try-On, wie sie aussehen und ja, der war auch 8 Pfund. Dann geht's weiter mit der Winnie Pooh Collection, die hat Brina in Kaiserslautern gefunden und zwar einmal hier diese Jeans-Shorts für den Sommer. Und eigentlich ist es gar nicht so viel Winnie Pooh, hier unten sind so Blüten und hier oben steht tatsächlich nur Winnie the Pooh. Ansonsten ist es gar nicht Winnie the Pooh-lastig. Am Etikett ist noch Winnie the Pooh, aber sonst. Sehr dezent Disney gehalten. Haben 16 Euro gekostet, die Short. Ich habe sie noch gar nicht anprobiert. Mal gucken, ob ich euch das Try-On überhaupt zeigen kann, weil wenn sie nicht passen, dann nicht. Ich habe sie noch gar nicht anprobiert. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Die Try-Ons für mich ja immer danach. Ja, und dann gab es noch hier dieses Kleid für 18 Euro von Winnie the Pooh bei Primark. Und das finde ich richtig schön für den Sommer. Mit einer Jeansjacke drüber sieht man richtig gut angezogen aus. Und wenn man eigentlich nur näher ranguckt, sieht man, dass es Winnie-Pooh-Charaktere sind. Tigger, Ia, Winnie-Pooh, ich glaube Piglet ist auch dabei, also Ferkel. Ja, ein richtig schönes, lockeres Sommerkleid. Und ich freue mich, das jetzt demnächst auch mal anziehen zu können, wenn es wieder wärmer wird. Dann gab es noch 2 Spaghetti-Tops, die zeige ich euch jetzt nicht im Try-On, das sind einfach nur so... Ich hätte mir die tatsächlich länger vorgestellt. Als Brina mir ein Foto geschickt hat, dachte ich, die wären halt nicht gecroppt. Aber sie sind gecroppt, ist nicht so wild. 5 Euro kostete eins.
Kann man auch gut zu Hause, wenn es warm ist, anziehen. Aber hier mit Mickey. Und einmal das Winnie Pooh. Das hatte ich mir eigentlich zu den Shorts überlegt. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen kurz, würde ich sagen. Aber ja, oder zu einem, vielleicht zu einem Rock kann man die auch gut kombinieren. Wenn man so bis zur Taille den Rock hochzieht. Ja, dann gab es noch ein paar Accessoires. Und zwar einmal hier diese Tasche für 8 Euro. Da kann man sein Handy dann reinstecken, ein bisschen Bargeld. Wollte ich halt zum Spazierengehen nutzen. Also ja, ist glaube ich ganz praktisch von dieser Mickey Friends Kollektion. Dann gab es einen neuen oder neue Kosmetik-Täschchen und zwar hier dieses Dreier-Set. Das ist hier zusammen an so einem Ring. Kann man auch hier so super festhalten. Kann man theoretisch auch als Handtasche benutzen, wenn man es möchte. Eine von den Taschen. Ja, das ist die kleinere, das ist die mittlere und das ist die große. Ja, finde ich ganz praktisch, weil ich habe zurzeit irgendwie gefühlt 4 Kosmetiktäschchen dabei, wenn ich ins Disneyland fahre. Überall ist irgendwas drin und so kann ich mir die jetzt auch aufteilen. Aber so sind sie schön zusammen. Ja, und neue Kosmetiktäschchen, also die anderen sehen ja irgendwann so eklig aus, weil die Make-up-Pinsel ja drin sind und natürlich sich das Make-up dann an dem Taschenrand absetzt. Und das Gute ist hier, dass es auch schwarz ist und die anderen, was ich jetzt gerade benutze, ist halt weiß. Und dann zieht man das halt immer sofort. Ja, also bin happy. Was hat es gekostet? 10 Euro. Jetzt geht der Reißverschluss nicht mehr zu. Das ist das bisschen das Problem bei den Primark-Sachen, die Reißverschlüsse. Und zu guter Letzt gab es noch hier dieses Light-Up-Mirror mit Mickey. In Roségold, also Schminkspiegel mit Licht. Ich habe ja schon einen in Weiß mit Mickey drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, den wollte ich mit in die Schweiz nehmen. Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher. Ich schau mal. Aber wahrscheinlich kommt er mit in die Schweiz. Hat 9 Euro gekostet. Es gibt tatsächlich noch so ein anderes Ding bei Primark. Jetzt kommt die Pferdekutsche vorbei. Hört man immer. Es gibt so eine Aufbewahrungsbox bei Primark, auch in dem Roségold, auch mit diesem Mickey-Kopf oben drauf, mit Spiegel. Ich weiß nicht, ob da auch Beleuchtung drauf ist und drin kann man auch Sachen lagern. Also das finde ich auch ganz cool. Habe ich in London gesehen, aber durch Handgepäck. Diese Pferdekutsche hier immer. Sogar eine ganze Kolonne. Uiuiui. Wenn man hier so fast dörflich wohnt. Ja, habe ich in London gesehen, aber leider keinen Platz gehabt im Handgepäck. Vielleicht findet es Brina ja in Kaiserslautern. Ja, das waren alle Primark-Sachen. Wir weiter mit Shop Disney. Ich halte mich ja wirklich sehr zurück bei Shop Disney in den letzten Monaten eigentlich schon, also ein, zwei Monaten. Da shoppe ich gar nicht mehr so viel. Aber da gab es einmal die Brezel-Kollektion jetzt. Also es gibt jetzt die Popcorn-Kollektion, die Waffel-Kollektion. Den Waffel-Jersey habe ich ja schon mit den Ohren. Die habe ich mir uns ja aus Walt Disney World mitgebracht. Und die Brezel-Kollektion. Also wenn ihr irgendwas von den Kollektionen haben wollt, es gibt auch die Loungeflies dazu, schaut bei Shop Disney vorbei. Bei uns gab es die Brezel-Kollektion, die Popcorn-Kollektion. Da finde ich die Ohren schön, aber den Jersey sieht so ein bisschen jahrmarktmäßig aus, was vielleicht auch die Intention ist. Aber ja, es gab natürlich die passenden Brezel-Ohren. Die riechen übrigens nicht nach Brezel, obwohl es hier draufsteht. Ne, riecht nicht nach Brezel. Haben gekostet, ich habe keine Ahnung, der Preis ist natürlich nicht dran. Aber es war, glaube ich, 30 oder 35 Euro. Also diese Loungefly-Ohren sind super teuer. Ich bin ja in Orlando damals auch vom Stuhl gefallen, als ich die Waffelohren gekauft habe. Und dann gab es den Jersey, und zwar aber nicht aus Orlando, sondern aus Disneyland Anaheim. Das ist ja auch so skurril. Wir kriegen bei Shop Disney nur die Disneyland Anaheim-Jerseys. Wir kriegen keine Walt Disney World-Jerseys. Keine Ahnung warum. Also doch, kriegen wir schon. Das ist jetzt, nee, das ist zwar gelogen. Wir kriegen schon von dem 50. Geburtstag gab es ja den lila Jersey und den blauen. Da stand Walt Disney World drauf. Aber wenn es jetzt so Kollektionen gibt, die durch mehrere Parks, wenn es durch die mehrere Parks gibt, kriegen wir irgendwie immer nur Disneyland Anaheim. Aber egal. Ich finde den Disneyland Anaheim Druck auch etwas schöner, muss ich sagen, so generell. Aber Disneyland Paris ist der schönste Druck. Mit dieser Disney-Schrift ist natürlich am schönsten. Ja, also Disneyland Anaheim oder Disneyland Resort mit den Brezeln am Ärmeln. Und hier vorne steht das D in diesem Brezel-Look. Ja, hat gekostet, auch wieder kein Preis dran. Ich glaube, es waren
Also insgesamt, was ich Brina abgerechnet habe, waren es zusammen 100 Euro, die Ohren und der Jersey. Also es müsste jetzt so 65 Euro gewesen sein, wenn die Ohren 35 waren. Ja, und dann gab es noch einen Loungefly-Rucksack, und zwar diesen hier vom 50. Geburtstag in Walt Disney World. Ich habe ja schon diesen Castle-Rucksack davon. Also von dieser, ich weiß nicht, wie diese Kollektion heißt, diese Stoff-Loungefly-Rucksäcke, die auch wesentlich größer sind als die normalen Rucksäcke, weil die anderen sind mir einfach viel zu klein. Und die sind super. Und wie gesagt, ich habe ja schon diesen Schlossrucksack, den hatte ich auch dabei im Januar. Und da passt, also war für mich perfekt. Und da wir ja jetzt kann ich auch endlich mal drüber reden, im September nochmal nach Walt Disney World fliegen, kann ich den passenden zum Geburtstag mitnehmen. Ich freue mich sehr darüber. Wir haben hier einige Iconic-Symbole. Wir haben den Millennium Falcon hier. Wir haben Space Mountain, natürlich die 50 zum 50. Geburtstag, Mickey. Hier unten ist das Schloss. Also ein richtig schöner Rucksack. Und wie gesagt, es passt sehr, sehr viel. Also sehr, sehr viel ist übertrieben, aber es passt viel mehr rein als in die Standard-Loungeflies. Und ja, freue mich, den auf jeden Fall dann auch im September mitzunehmen. Wir haben ja auch gerade einen Verlost bei Instagram. Also die Verlosung ist vorbei, könnt ihr nicht mehr nachschauen. Aber zur Feier des Tages, zur Feier unserer Reise mit Brina haben wir ja zusammen so einen Loungefly-Rucksack bei Instagram verlost. Ich verlose immer mal wieder was, auch über Instagram. Also wenn ihr da Interesse habt, folgt mir gerne auch bei Instagram. Ich packe euch hier meinen Instagram-Namen gerne rein. Da kommt bestimmt demnächst wieder das ein oder andere Gewinnspiel, weil der Avengers Campus öffnet und ja, wer weiß was noch so. Das nächste Gewinnspiel hier auf YouTube wird tatsächlich sein bei 5000 Abonnenten. Das heißt, schön den Kanal abonnieren, dann kommt auch hier das nächste Gewinnspiel. Aber mir fehlen noch um die 300 Abonnenten. Ja, achso, da gab es noch gratis zu dem Rucksack, gab es noch hier diesen Star Wars Schlüssel, weil ich es bei May the 4th, also am 4. Mai bestellt habe zum Star Wars Day. Und dann gab es hier den Schlüssel gratis dazu. Und die sind jetzt sogar eingepackt. Die sind nicht mehr so lose, sondern jetzt auch fancy eingepackt. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen, weil die anderen verstauben bei mir gerade in der Tasse. Ich bin noch überlegen, die jetzt zu verkaufen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Schlüssel machen soll. Irgendwie ist der Hype auch da so ein bisschen rum. Ja, ja, machen wir weiter mit den zwei Jerseys aus Amerika, die mir mitgebracht wurden. Aus Orlando, aus Walt Disney World. Und zwar, die liebe Christine war dort und wollte mir eigentlich nach den Starbucks-Tassen für mich schauen. Denn ich bin immer noch auf der Suche nach diesen Starbucks-Tassen. Leider gab es sie immer noch nicht, aber da habe ich sie gefragt, ob es denn den Leo-Jersey gibt, den ich ja mir im Januar kaufen wollte, der aber überall ausverkauft war, als ich da war. Und tatsächlich, es gab ihn und sie hat ihn mir mitgebracht. Da ist er, der Leo-Jersey. Und er ist tatsächlich lightweighted, das habe ich da bisher auch noch nicht gesehen, bei Spirit Jerseys. Das heißt, er ist viel, viel dünner vom Stoff her als die normalen Jerseys. Ich weiß gar nicht, ob der Preis jetzt hier noch dran ist. Ich weiß auch nicht mehr, was ich bezahlt habe. Die Rechnung war irgendwo dabei, aber ich glaube, es war wieder 70, 75 Euro mit Steuern und Umrechnungsdings. Also die sind ja ein bisschen teurer als bei uns, die Jerseys. Aber ich bin sehr happy darüber, weil, wie gesagt, den wollte ich unbedingt haben. Und passt perfekt zu Animal Kingdom. Wahrscheinlich, wenn wir aber im September da sind, wird es viel zu warm sein für so ein Jersey. Ah, der wäre perfekt gewesen im Januar. Aber egal. Super schön. Walt Disney World hinten drauf. Vorne die Mickey mit dem Leo-Muster, mit dem Leo-Hose. Richtig schön. Sieht man es ja. Ha, ich liebe ihn. Und als zweites, da gab es jetzt auch diese neue Walt. Nicht Walt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Vault Collection. Weil Walt ist ja Walt Disney. Also es wird aber mit V-A-U-L-T geschrieben. Egal. Da gab es hier diesen Jersey mit den Ballons. Dieses sieht ein bisschen Vintage-mäßig aus. Hier vorne habt ihr das bekannte Zeichen für Walt Disney World. Aber auch die Florida Map. Sieht man hier ganz dezent. Ja, und überall diese coolen Luftballons. Und hinten steht auch so ganz groß Walt Disney World. Ja, richtig cool, gefällt mir auch sehr gut. Schöne Sommerfarben, hat auch so 70, 75 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr, was ich Christine mit Versand bezahlt habe. Aber ist ja auch egal, so um den Dreh. Ich glaube, 130 Euro oder so waren es mit Versand. Aber ich weiß, oder 150.
egal. Es waren auf jeden Fall viel Geld, aber ich bin happy, jetzt die beiden Jerseys zu haben. Vielen Dank nochmal an Christine fürs Mitbringen. Dann habe ich noch ein Schmuckstück gefunden bei Vinted. Ich verkaufe ja auch was bei Vinted, aber hin und wieder gucke ich auch mal, ob ich irgendwas richtig Schönes finde. Und da habe ich dieses coole Vintage-Kleid gefunden. Und zwar hier dieses Jeans-Kleid. Ihr habt hier vorne Mickey und Minnie drauf. Und ja, hier ist, es ist von The Disney Store in Größe M, aber es sieht, das Etikett sieht auch etwas älter aus. Wie gesagt, ein schönes Maxi-Jeans-Kleid in dem Vintage-Design. Gefällt mir richtig gut. Das war ein Glücksgriff. Ich glaube, ich habe 40 Euro bezahlt, inklusive Versand. Also war gar nicht so teuer für so ein Schmuckstück. Ja, lange habe ich auch nichts mehr bei EMP bestellt, aber diesmal sind ein paar Sachen dabei. Und zwar einmal hier diese Haarreifen. Die gibt es da jetzt in zahlreichen Versionen, auch für Harry Potter sogar. Kosten jeweils 5 Euro ohne Rabattcode. Da kann ich euch den Rabattcode von Daniel empfehlen, Disney Parks and More. Spart ihr nämlich, 15%. Ich glaube, es sind 15%. Aber auf jeden Fall Disney Parks and More eingeben. Und ich habe mir diese Haarreifen bestellt. Einmal den blauen mit Mini-Köpfen drauf. Einmal den rosanen mit Mini. Einmal so ein hellrosa-beige mit den Prinzessinnen. Und den habe ich noch nicht getragen, weil die anderen habe ich alle schon angehabt. Den roten mit Mickey-Köpfen. Ja. Wie gesagt, kosten jeweils 5 Euro. Es gibt auch weiche Haarbänder im Prinzip. Die gefallen mir aber nicht, weil die mir immer so schnell vom Kopf rutschen. Ja, deswegen 5 Euro pro Haarreif und die günstiger mit Daniels Code. Und dann habe ich mir hier dieses Chip and Dale Shirt gekauft, denn ich habe ja die Chip and Dale Ohren und gleich zeige ich euch noch meine Chip and Dale Tasche, die ich mir gekauft habe. Und ich dachte, ich brauche ein Chip and Dale T-Shirt dazu. Und dann habe ich mir hier dieses Top gekauft. Da vorne steht Nuts About You und hier unten ist tatsächlich so eine schöne Spitze dran. Also kann man auch gut zu einer Hose anziehen und hat 10,99 Euro gekostet mit Rabatt von Daniel und gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt hier Größe M, richtig schön. Und habe ich ja gerade schon erwähnt, die passende Chip and Dale Tasche, denn wie gesagt, ich habe ja die Ohren aus Disneyland. Und ich fand die schon so lang so schön und zwischendurch war die ausverkauft. Und als sie dann wieder online kam, die war auch nicht reduziert. Also ich habe nur den Code benutzt, dann habe ich 71 Euro bezahlt. Aber ich fand sie so schön und als sie dann wieder vorrätig war, habe ich sofort zugeschlagen. Hat auch ein bisschen auch so einen Simpsons-Style mit dem Donut hier drin. Passt richtig viel rein und richtig happy über die richtig schöne Tasche. Gefällt mir echt gut. Kann ich euch endlich mal ausführen und zu den Ohren aus Disneyland passen sie auch sehr gut. Ja, apropos Disneyland, bleiben wir bei Disneyland, kommen wir zu den letzten Sachen, die ich im Mai gekauft habe aus Disneyland. Einmal hier dieses Stiftset, was nicht mehr vollständig ist, also ihr bekommt 6 Stifte für 13 Euro, aber ich habe meinen Arbeitskolleginnen schon welche abgegeben und einen bei mir auch im Büro gelassen. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier, das ist jetzt zum Beispiel der Pluto-Stift. Im Büro haben wir Minnie, Donald und Daisy. Wie gesagt, hier Pluto, einmal Mickey und einmal Goofy. Ja, alle 6 kosten 13 Euro. Die Qualität ist jetzt auch nicht die beste, muss man sagen. Meine Chefin hat schon mit dem Ding hier, also damit spiele ich auch gerne rum, aber sie hat so viel damit rumgespielt, dass es schon abgebrochen ist. Selbst schuld. Schreiben alle blau, also nur weil die andersfarbig sind, heißt es nicht, dass die, also die schreiben alle blau. Was mir auch noch gut gefällt, ist dieses Dreier-Set, was es irgendwie nie gibt, wenn ich da bin. Sind es 3 Stifte? Ich glaube, es sind 3, wo man dann runterdrückt für verschiedene Farben. Das hätte ich auch sehr gerne noch, aber mal gucken, bei dem Disneyland Paris Merch ist es ja zurzeit Glückssache, es zu bekommen. Und ich habe jetzt, gestern kam das in der, also ich muss... Wenn ihr das Video seht, das ist schon eine Woche alt, als ich das gefilmt habe, weil ich ja zu meinem Freund gefahren bin. Gab gestern das Announcement, dass es ein neues Spirit-Jersey geben wird mit 9 Ohren. Passend zum 30. Nochmal 9 Jersey. Aber ich habe, also das wurde ja in der Annual Pass Show bekannt gegeben.
Und ich muss mir den jetzt nochmal mit englischen Untertiteln anschauen, weil die Premiere ist immer nur auf Französisch ohne englischen Untertitel. Aber soweit ich es verstanden habe, wurde nämlich vorher die ganzen anderen Kollektionen gezeigt. Arendelle, hier die Belle-Kollektion, also diesen schwarzen Jersey mit brauner Schrift, dann diesen Korall-Jersey. Das sind ja alles Kollektionen gewesen, die über alle Parks weltweit gegangen ist. Das ist, also den Arendelle-Jersey gab es in allen Parks, diesen Korall-Jersey, den rosanen, der ja zu dem Geburtstag vom 50. Geburtstag in Walt Disney World überall zu kaufen war, gibt es jetzt einen zum 30. Geburtstag aus Disneyland Paris, aber auch wahrscheinlich in allen Parks verfügbar. Wann? Keine Ahnung, vielleicht gibt es sie jetzt auch schon, wenn ich das Video hochgeladen habe. Ich hoffe, einen zu ergattern. Ich kann euch auch gerne mal hier ein Bild zeigen. Loungefly, Ohren und Rucksack. Ich hoffe, einen zu bekommen, weil zurzeit ist es echt Glückssache. Ja, dann geht's weiter mit dieser Tasse. Und zwar gab es die ja mit Cupcake im Disneyland zu kaufen und die ist spülmaschinenfest. Die andere Tasse zum Geburtstag ist ja nicht spülmaschinenfest gewesen und deswegen habe ich sie mir nicht gekauft. Die hier ist spülmaschinenfest und ja, hat mit Cupcake 13 Euro gekostet, aber gab noch Jahreskartenrabatt. Jetzt kann ich sie auch endlich mal in die Spülmaschine schmeißen. Und dann gab es noch, zu guter Letzt mache ich mit euch noch eine Schokolade auf. Dann gab es noch den Poncho. Den gab es wieder, als ich da war, für 70 Euro. Aber ihr kennt ja, ich habe ja Jahreskartenrabatt. Und der war wieder vorrätig. Und so viele haben mir geschrieben damals, als ich den von Nina anhatte. Ich blende euch auch gerne mal hier ein Bild ein. Nina hat mir den ja damals ausgeliehen zum Tragen, als wir im Park waren. Und so viele haben geschrieben, Simone, der steht dir so gut. Du musst ihn dir auch kaufen. Und dann, als es sonst nichts gab, wir wollten ja diese schimmernde Jacke haben vom 30. Geburtstag, diese Iridescent-Jacke, die war ausverkauft und sonst gab es auch nichts. Da habe ich gesagt, okay, dann kaufst du dir diesmal den Poncho. Ja, das ist der Tinkerbell-Poncho. Hier unten ist eine Tinkerbell drauf und der hält wirklich schön warm und ja, ist richtig schön. Hier ist auch irgendwo das Schloss drauf. Hier ist das Schloss. Nochmal in Silber. Also ein richtig schöner Poncho. Habe ich auch einigen von euch mitgebracht. Der war sehr begehrt. Ja, und zum guter Letzt eine Schokolade. Und ich habe sie noch nicht aufgemacht. Eine habe ich ja für den Vlog aufgemacht und für die Stories und habe leider nicht gewonnen. Also die Story zu der Schokolade ist, die kostet 5 Euro, gibt aber auch Rabatt. Und ihr könnt tatsächlich was gewinnen. Hier vorne steht auch eine VIP-Tour, sonst Übernachtungen und sonstige Geschenke. Wichtig ist, wenn ihr so eine kauft, ihr müsst den Kassenbon behalten. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier vielleicht was gewonnen habe. Also bisher kenne ich noch keinen, der irgendwas gewonnen hat. Aber vielleicht habt ihr ja schon was gewonnen. Ja, da steht es wieder. You did not win. Naja. Egal, ich muss mal die Schokolade tatsächlich mal probieren. Soll ich das mal machen mit euch? Aber ich habe noch nicht gefrühstückt. Ne, das machen wir jetzt nicht. Erstmal frühstücken, dann Schokolade essen. Ja, aber ist ganz, eine ganz nette Idee und bringt natürlich die Leute dazu, die Schokolade zu kaufen. Und ist natürlich ein ganz nettes Mitbringsel, wenn ihr im Disneyland Paris seid. Ja, das war alles, was ich im Mai geshoppt habe. Mal gucken, im Juni sind wir ja zur Pride da, ob es da noch schönes Merchandise gibt. Und da sind wir sonst im Mai, im Juni. Im Juni sind wir da zum Pride. Mal gucken, was es da an Merchandise gibt. Dann sind wir ja noch im Efteling, aber da glaube ich, nicht so viel Merchandise. Egal, ihr werdet es ja dann im Juni-Haul sehen. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!